Schönkönig ab der Logistik gesagt, dass genau die Religion den Vorrang hätte. So. Gucken wir uns mal kurz an, wie Ludovics Kirche überhaupt aussieht. Wo sie steht überhaupt. Hier, er hat eine einfache Kirche noch. Das heißt, er wird wahrscheinlich nicht so schnell. Oh, Bevölkerungsbelohnung. Erstmal noch das hier. Er wird nicht so schnell mit seiner Forschung beginnen. Also man sieht, unsere Kirche ist schon etwas größer. So, du wirst dann nach Bedarf arbeiten. Als nächstes hätte ich dann ja die Fischzucht. Mit diesem Außenposten unter eurer Kontrolle bringt ihr diesem Land Frieden. Sehr gut. Also hätte ich gerne noch mal 4 und 2. So, eine Eroberungsbelohnung. So, zeig mir mal die Karte. Also ja, erstmal in die Richtung, weil hier gibt's Gold. Glückwunsch. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Die Ballistik ist erforscht. Mehl kommt. Mehl. Brot wird gebacken, hoffe ich mal. Mache ich das hier jetzt am besten mit der Kohle? Weil hier sind zwei Kohleminen und hier sind auch zwei Goldminen. So, ihr beide könnt jetzt wieder immer arbeiten. Ich habe hier oben etwas Holz. Also sollte ich auf jeden Fall gucken. So. Kohle, 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 Kohle. Ja, Holz für den Holzfäller ist da. Ne, den hole ich mir am besten auch erstmal friedlich, den Sektor.
Hafen, bitte. So, wir beide halten zusammen 2. Nämlich ich Quelle der Weisheit und den Sonnenkönig. Und ja, irgendwo muss es ja eine Schwierigkeit in dieser Mission geben. Das wäre sie zu einfach. Also ja, die beiden Sektoren dann. Welchen Sektor übernehme ich jetzt gerade? Den Goldsektor, oder? Ja, den Goldsektor. Dann übernehme ich auch gleich den. Das ist ein erster Schritt, ein ernstzunehmender Rivale zu werden. Weiter so. Weil hier hole ich mir dann hauptsächlich Jagdwild. Neue Technologie wurde von euren Geistlichen ergründet. Die sollte als nächstes dann kommen. Bücher sollten wir ja jetzt mittlerweile haben. So, jetzt kann ich mal kurz euch auf den Handelsrouten zeigen. Es gibt nämlich jetzt 2 Siegpunkte auf den Handelsrouten. Nämlich einmal hier oben Nordamerika. Und hier unten Australien. Da muss man ein Stück weit gehen, um sie zu erreichen. Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. Ah, sehr schön. Ich nehme lieber nochmal die Belohnung. Und dann das Befestigungsausbau. Gucken wir uns mal Ludovics Kirche an. Hat sich immer noch nichts geändert. Also ja, es ist doof, dass er uns den Stein jetzt weggenommen hat, aber können wir nichts ändern. So, wir schicken jetzt hier Mönche hin. So, hier das Lagerhaus. Das ist falsch, das ist eine Farm. Ich brauche dieses Gebäude hier. Immer noch eine Farm. So, Goldminen. So, dann warten wir mal, bis ein bisschen Kohle abgebaut wird hier. Habe ich nicht irgendwo schon Stein? Nein, Stein kommt jetzt. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Der Ausbau fertiggestellt. So, hier auch noch Holzindustrie hin.
kriegen wir jetzt gleich noch einen Prestigepunkt, um Bäume abreißen zu können. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. So, den können wir uns jetzt mal sparen und nehmen lieber den hier für mehr Werkzeuge. Baumrodung. Die verkorksten Dinger scheinen zum Glück nicht als Bäume zu zählen. Das heißt, hier können wir in Ruhe Weizen anbauen und noch eine Mühle auch platzieren. Also eine Mühle hier und Weizen hier und ein Lagerhaus hier. So. Lagerhausausbau ist das, was wir als nächstes dann bräuchten. Also erweitern wir hier mal ein bisschen. So, ein Fisch kommt. Wir brauchen mehr Holz. Und ja, der Lagerhausausbau ist wichtig für unsere Bäcker. Und langsam mit dem Brot nicht mehr hinterherkommen. So, welche Technologie wir als nächstes? Ach ja, die... da unten. Und dann natürlich den Eisensektor. Erschließen. Hinten würde es zwar noch jede Menge Sektoren geben. Und ja, wir müssen eh warten, bis mal unsere ganze Zeug hier ausgebaut wird. Kohle haben wir jetzt mittlerweile auch zu Genüge. Die Forschung. Soweit ich weiß, kommen Forschungen auch meinen Verbündeten zugute. Oh ja, sobald wir die Forschung und die Forschung, also die beiden haben, ist als nächstes dann die Forschung dran. Also ja, man sieht, Drakorion bemüht sich um die Handelsrouten. Ah ja, irgendwann haben wir auch ein Problem mit den Werkzeugen. Ich sollte also dementsprechend gucken, dass ich 6 von denen hier zusammenkriege. Ludwig hat einen zweiten General.